Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei GFL TV. Wir sind auch im Jahr 2012 für Sie am Start und werden natürlich ausführlich über alle Spiele der Liga berichten. Bis zum Ligastart sind es aber noch etwa 5 Wochen, aber wir wollen Sie natürlich schon vorher informieren und machen uns deshalb auf den Weg in die einzelnen Städte und filmen die Teams bei ihrer Vorbereitung auf die Saison. Heute sind wir auf dem Sportplatz des SV 1921 Erbenheim in Wiesbaden und schauen uns die Wiesbaden Phantoms an. Letztes Jahr in die GFL aufgestiegen und die erste Saison auf einem 5. Platz beendet. Will man dieses Jahr die Playoffs angreifen, hat sich Platz 4 als Ziel gesetzt. Wir reden mit Coaches und Spielern über ihre Erfahrung aus dem Jahr 2011, wie sie diese Erfahrung ins Jahr 2012 mitnehmen und wie sie dieses ehrgeizige Ziel angehen wollen. Wir wünschen viel Spaß. Sven Gloss, zweites Jahr der Wiesbaden Phantoms in der GFL. Wenn wir mal kurz das erste Jahr Revue passieren lassen, was war da vom Team zu sehen, was definitiv schon GFL-würdig war und wo galt es im Winter anzusetzen, damit es auch im zweiten Jahr gut aussieht? Gut, in der ersten Saison haben wir am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, in die Liga reinzukommen. Lag mit Sicherheit auch am Speed, weil in der ersten Liga ist einfach ein anderer Speed auf dem Feld. Dann haben wir ein paar gute Spiele gemacht, haben uns zwischendurch Niederlagen gegönnt, die eigentlich nicht hätten sein sollen. Gerade das Spiel in Saarland war natürlich ganz bitter. Haben aber auch sehr, sehr gute Spiele gemacht, gerade gegen Schwäbisch Hall, als wir den jetzt amtierenden deutschen Meister knapp an der Niederlage hatten. Also ich denke, da hat man schon gesehen, dass wir in die erste Liga gehören, dass wir da auch mitspielen können. Wir haben jetzt im Winter ein bisschen an der Athletik gearbeitet, weil wir einfach gesagt haben, da müssen wir noch ein bisschen zulegen. Und ja, ich hoffe, das war der richtige Bereich. Ausgegebenes Ziel, zumindest war das zu lesen, hin und wieder wäre Platz 4, sprich ein Playoff-Platz. Dafür müsste man sämtliche Mannschaften hinter sich lassen, die man in den letzten Jahren schon in der GFL 2 geschlagen hat. Die Münchner, die man letztes Jahr auch geschlagen hat, das was kann man von den Wiesbadenern erwarten? Ist es wirklich drin, mal um den Playoff-Platz mitzukämpfen, halt hinter den drei Großen sich da als vierte Kraft zu etablieren? Wir werden es versuchen. Also das ist unser Ziel. Wir waren letztes Jahr Fünfter. Jetzt wieder zu sagen, wir wollen Fünfter werden, ist ein bisschen blöd. Von daher haben wir gesagt, wir wollen Vierter werden. Vierter Platz, automatisch Playoffs. Und ich denke, wir haben es drin. Wenn wir konzentriert spielen, wenn wir Fehler ausnutzen, wenn wir nicht zu viele Fehler machen, können wir hinter den großen drei den 4. Platz belegen. Wird natürlich schwer. Reden wir kurz über das Team. Letztes Jahr hatte man 2 Quarterbacks, Marius Markgraf und Kevin Brüngel. Dieses Jahr ist ja nur Kevin Brüngel da. Ist er der gesetzte Starter oder wird es dann wieder am Anfang der Saison eine Rotation geben mit einem zweiten Quarterback? Also wir haben noch als zweiten Quarterback Guido Reuls. Der war ja letztes Jahr schon beim ein oder anderen Spiel, gerade gegen Saarland in Wiesbaden, auf dem Platz. Also die zwei werden sich jetzt erstmal in der Preseason, in der Offseason haben sie schon gebattelt, in der Preseason battlen um den Starting-Job. Und wer dann wirklich den Starter macht, werden wir am ersten Spieltag sehen. Das war also Sven Gloss, der Headcoach der Wiesbaden Phantoms. Und wie wir gehört haben, die Wiesbaden Phantoms, ein Team, das nur auf deutsche Spieler setzt und dementsprechend auch einen deutschen Starting Quarterback hat. Das ist Kevin Brüngel und mit dem haben wir uns natürlich auch unterhalten. Mit ihm reden wir über seine Erfahrungen aus der Saison 2011. Phantoms, Kevin, die Wiesbaden Phantoms, ein rein deutsches Team, ein Team, das dementsprechend auch einem deutschen Quarterback eine Chance gibt. Du hattest letztes Jahr die Möglichkeit zu spielen, hast ja ein bisschen Spielzeit mit Marius Markgraf geteilt. Wie hast du die Saison 2011 erlebt? Was war für dich das große Neue in der GFL-Erfahrung? Ja, die Geschwindigkeit natürlich, das war ein großer Schritt. Ich habe vorher 3 Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich bin aber froh, dass ich in Wiesbaden so gut aufgenommen wurde, die Coaches meine Stärken eben herausgespielt haben und von daher bin ich ja ganz zufrieden eigentlich mit der Saison 2011. Wie bereitet man sich als Quarterback auf so eine Saison vor? Man kennt natürlich einige Teams noch aus der letzten Saison. Wie ist da die Vorbereitung, nicht nur körperlich, sondern auch vielleicht taktisch? Wie muss man sich das beim Quarterback vorstellen? Ja, erstmal mussten wir natürlich wieder ein neues System lernen, mussten das Timing wieder durchgehen mit den Receivern. Sonst werden natürlich Videos angeschaut vom letzten Jahr vor allem. Wir haben mit einem Quarterback-Coach zusammengearbeitet, um eben noch die Feinheiten abzustellen. Und das Wichtigste geschieht jetzt eben in den nächsten Wochen, in den Trainingseinheiten, in den Testspielen.
Ihr seid ein sehr junges Team. Der erfahrenste Receiver vom letzten Jahr, Marcel Luft, der spielt nicht mehr bei euch. Wie funktioniert das so von den Leader-Qualitäten her? Wie dirigiert man ein solch junges Team als Quarterback, wenn man selber natürlich auch noch relativ jung ist? Ich glaube, gerade das ist unsere Stärke. Also wir halten alle zusammen. Wir haben mit Robin Breuer noch einen erfahrenen Receiver, der auch schon in der Nationalmannschaft gespielt hat. Er wird uns natürlich ein bisschen coachen noch weiterhin. Sven Gloss ist natürlich auch ein super Coach, auch in der Nationalmannschaft erfolgreich gewesen. Und ich sage, die Jugend ist eben unsere Stärke, dass wir alle so jung sind. Die Wiesbaden Phantoms, das sind aber nicht nur ein junger Quarterback, sondern auch Spieler, die reichlich Erfahrung gesammelt haben, nicht nur bei den Wiesbaden Phantoms, sondern auch bei anderen Vereinen. Fangen wir an mit Milan Misic, D-Liner, der auch in den USA und bei den Hamburg Blue Devils gespielt hat. Sein Interview sehen wir jetzt. Bei mir Milan Misic, Defensive Lineman der Wiesbaden Phantoms. Milan, du hast die GFL auch schon natürlich in anderen Vereinen erlebt. Hamburg zum Beispiel, war es auch in den USA bis jetzt im zweiten Jahr hier. Würdest du sagen, sind die Stärken der Wiesbaden Phantoms, die das Besondere hier am Verein? Das Besondere ist zu einem, dass wir ein rein deutsches Team sind, keine Imports haben und auch letztes Jahr bewiesen haben, dass man auch so spielen kann und wir uns auch gut verkauft haben, einen guten fünften Platz erreicht haben, also den Klassenerhalt und dieses Jahr ein höher gestecktes Ziel, die Playoffs zu erreichen, ist glaube ich auch nicht unrealistisch. Du bist ein erfahrener Spieler, hast natürlich auch Erfahrung da bei der Nationalmannschaft gesammelt, warst letztes Jahr einer der erfahrensten im Team, zumindest was die Spielpraxis in der höchsten deutschen Liga angeht. Was sind die Erwartungen, die dann die Mitspieler an einen haben und was kann man denen dann vermitteln, dass sie halt auch auf dieses GFL-Level raufkommen? Es ist einfach die Vorbereitung auf das Ganze, ne? Das Spiel, was bevorsteht. Das Training an sich und die Intensität des Trainings, die hochgesteckt werden muss, damit man im Spiel auch die Leistung abrufen kann. Ich glaube, das war dieses letztes Jahr eine große Lehrstunde für die vielen Jungs, weil wir auch ein sehr junges Team sind. Und einfach denen auch zu klaren, ey, ihr müsst nicht den Kopf in den Sand stecken, das ist einfach so, wie es ist in der GFL. Und ich denke, dieses Jahr ist es schon sichtbar bei uns im Training, also sichtbar und fühlbar, mehr Intensität und Härte, Schnelligkeit und die Jungs haben sich gut vorbereitet. Nun ist deine Unit unter anderem die von vielen Abgängen betroffen ist, Karriereende oder Sven Rieger, der in die USA gegangen ist. Wie muss man sich deine Rolle dann in der D-Line vorstellen und wie holt man dann wahrscheinlich noch jüngere Spieler quasi ins Boot, dass die dann auch auf den GFL-Zug mit aufsteigen? Ja, also wir haben wirklich mit drei Mann angefangen, jetzt inzwischen sind wir schon fünf. Einer hat noch ein bisschen was mit der Arbeit, der kommt dann noch nach. Wenn ich sechs Jungs habe und mir das so vorstelle, wie wir das vorhaben, also ich träume immer von einer Gruppe als D-Line, dass wir rotieren können und ständig frische Jungs aufs Feld kriegen und dann halt wirklich da ein bisschen Terror machen können. Es hat klein angefangen, jetzt ist die Gruppe wächst und da ist auch ein Zugang. Ja, wir wissen noch nicht, wie sicher es ist, dass er dieses Jahr spielt. Aber das wäre auch eine schöne Überraschung und freut mich sehr. Dann hätten wir noch einen Veteran, dann sieht es auch gar nicht mehr so übel aus in der D-Line. Das war also Milan Misic. Von ihm haben wir gehört, was wichtig ist, um in der GFL erfolgreich zu sein. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um und reden mit einem Spieler, der eben diese Erfahrung machen musste, aus der GFL 2 in die GFL aufzusteigen. Malte Hennings, Team-Captain der Wiesbaden Phantoms, stand uns auch Rede und Antwort. Malte Hennings, Cornerback bei den Wiesbaden Phantoms. Malte, du spielst jetzt seit 7 Jahren Football, hast das Jugendprogramm der Phantoms durchlaufen, hast zweite Liga gespielt. Was war denn das gewöhnungsbedürftigste letztes Jahr als Cornerback? Steht man dann gerne gegen schnelle Receiver, wie zum Beispiel jetzt bei den Panthern Esfis Creighton, Niklas Römer. Was war das, wo du dich am ehesten gewöhnen musstest? Aber man merkt halt, ich meine, das ist ja immer der Sprung zu einer höheren Liga, von der Jugend in die zweite Bundesliga, das ist immer der Speed und das natürlich auch nochmal von der zweiten in die erste. In der zweiten hat man Spiele, da, sage ich mal, ist man schon vorher reingegangen, wusste, gut, das gewinnt man. Da war auch ein Team, das einfach nur gelaufen ist und in der ersten muss man halt auf alles achten. Da hat man Amerikaner, hat man sehr gute Deutsche, halt Dinge, die in der zweiten so nicht vorhanden sind und man muss immer topfit sein, immer dabei sein, auch mit dem Kopf, damit man da überhaupt mithalten kann.
Nun gibt es dieses Jahr viele Duelle mit Teams, die ihr ja schon aus der zweiten Liga kennt. Ist das ein Vorteil oder kann das unter Umständen eine Gefahr sein, die noch aus, ja, auf Zweitliga-Level in Anführungszeichen einzuschätzen, wo man teilweise ja klar gewonnen hat? Wie geht man das als Team dann an, auch um dieses Saisonziel zu erreichen, vierter Platz? Naja, also ich meine, das sind ja nicht die Teams, gegen die man dann immer so klar gewonnen hat. Das sind ja auch die Teams, gerade Franken, gegen die es immer knapp war, gegen die das auch immer ausgeglichen war. Mal verliert man, mal gewinnt man. Und da freuen wir uns vor allem drauf, dann mal wieder bekannte Gesichter zu sehen und diese alten Rivalitäten wieder aufleben zu lassen. So, und nachdem wir jetzt drei Spieler gehört haben, wollen wir natürlich auch noch eine Stimme hören, ja, die das Ganze hier quasi in die erste Liga geführt hat. Michael Treber, jetzt Defensive Coordinator der Wiesbaden Phantoms, Head Coach der Aufstiegsmannschaft 2010. Seine Eindrücke vom Team Wiesbaden Phantoms 2012, jetzt hier bei uns. Michael Treber, Defense Coordinator der Wiesbaden Phantoms. Michael, als ich mich hier auf die Aufnahmen vorbereitet habe, habe ich meinen Blick auf die Statistiken geworfen. Ich war überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Defense im Liga-Vergleich besser abschneidet als die Offense. Mhm. Tat sie nicht. Zumindest der Eindruck in den ersten Spielen der Saison hatte dies aber gegeben. Ja. Was war deine Analyse nach letztes Jahr los? Das ist eben das vielleicht nur für Platz 12 gereicht hat von 14 Teams. Ja. Woran habt ihr hauptsächlich im Winter gearbeitet? Wir haben eigentlich sehr stark angefangen mit der Defense halt. Sah nicht schlecht aus, was wir am Anfang in den ersten 3-4 Spielen gemacht haben, aber dann kam ein Einbruch halt. Da haben wir einfach gemerkt, dass sich Teams auf uns eingestellt haben und unsere Schwächen erkannt haben. Und wir waren auch nicht so konsequent, wie wir es am Anfang gemacht haben. Das hatte mit Verletzungen zu tun, mit Unkonzentriertheiten und einfach, dass wir da in der ersten Liga lernen mussten. Und zum Schluss aber, das war das Gute, in den letzten 3 Spielen haben wir uns wieder gefangen und sind wieder da hingekommen, wo wir angefangen haben. Und du hast das Team jetzt auch die letzten Jahre schon in der zweiten Liga begleitet. Was hat dich am meisten überrascht, dass das Team so schnell umgesetzt hat in der GFL? Und was war das, wo du gedacht hast, das konnten wir letztes Jahr, wieso klappt es dieses Jahr nicht? Es gab viele Phasen in der Saison. Wir sind so gestartet, als wenn wir keinen Unterschied kennen würden zwischen zweiter und erster Liga von der Defense-Seite her. Und dann waren wir plötzlich sehr beeindruckt von dem, was da passiert ist, als uns Teams wie Schwäbisch Hall oder auch dann Düsseldorf zeitweilig die Bälle um die Ohren geworfen haben. Da hat man dann gemerkt, dass wir mit dem Tempo dann nicht mehr zurechtkommen. Und zwar immer dann, wenn wir einfach nicht mehr zusammenspielen und aufeinander abgestimmt sind. Du hast jetzt über die Offseason 3 D-Liner verloren, dann noch erfahrenen Spieler wie Franco in Gravalle. Wie kompensiert man das als Coach? Kann man da überhaupt diesen Erfahrungsverlust irgendwie kompensieren? Der Einzige, der wirklich sehr erfahren ist, der übrig bleibt, ist dann wieder Miesic. Gut, wir haben sehr erfahrene Spieler, die halt lange für die Phantoms schon spielen. Wir haben aber in der Tat 3 Starter von den 11 verloren. Aber die Jungs, die jetzt nachgerückt sind, und wir hatten ja schon immer einen tiefen Kader, haben ja die letzten Jahre auch schon daraufhin angearbeitet. Und das heißt, was wir im Moment haben, ist auch ein Umbruch hin zu den jüngeren Spielern. Und das macht aber auch eigentlich sehr viel Spaß, damit zu arbeiten gerade. Der amtierende deutsche Meister sind die Schwäbischer Unicorns, großteils deutscher Coaching-Staff, das meiste aus der Jugendarbeit raus, die Spieler nur punktuell mit amerikanischen Spielern bespickt. Ist das ein Beispiel, dass man sich dann auch in Wiesbaden jetzt nehmen kann, als langfristiges Ziel quasi das zu sein, was die Unicorns jetzt erreicht haben? Das ist ein langer Weg. Siege Gerke hat über viele, viele Jahre in Schwäbisch Hall konstant gearbeitet, das ganze Programm immer wieder ausgebaut. Und das ist natürlich ein Ziel, aber bis wir den Schritt zur deutschen Meisterschaft machen, da brauchen wir bestimmt genauso lange wie Schwäbisch Hall. Zeig, 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 zap my head into the